Moin, Leute! Oh. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung. Moment, oh. Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Oh Mann, und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spider-Man Remastered. Wie mache ich nochmal das mit dem Schwingen? Okay, kein Problem. Kurz gegen die Wand geklatscht. Oh. Hi, Mr. Lee. Hey Peter, wir sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Oh, cool. Bin unterwegs. Ja, dann lass uns mal, eigentlich ist unsere Aufgabe gewesen. Ey, Junge, was für ein Start. Leute, es geht auf jeden Fall weiter mit Spider-Man Remastered. Ich wollte eigentlich hier vorne einen weiteren Überwachungsturm freischalten, damit wir hier die Map haben. Aber wir gehen dann doch mal lieber zum Geburtstag. Oh, ich liebe dieses durch die City fliegen, Mann. Es ist auch so geil gemacht. Tante May, Paletto ist da, also Spider-Man. So, meine stinkige Unterhose anziehen. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Oh, was ist denn hier passiert? Moin! Es geht. Hey, schön, dich zu sehen. Ja, danke. Ist es ein Shelter? Hey, Peter. Hey, was geht? Was geht, Willi? So, moin, Mr. Lee. Hey, Martin. Sorry, ich bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten. Nein, nein, nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte... Ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter, hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine... Dem Vermieter! Rückstand, aber... Nein, 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 mir geht's gut. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch! Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Peter, was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre. Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Yay! Komm jetzt, Spider-Man! Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Wer ist er eigentlich? Also er scheint ja echt korrekt zu sein. Ziehen wir uns direkt wieder um. Yep. Ach, sieht so cool aus, Mann. So, jetzt... Oh. Sprachnachricht von dir. Hey, im Auktionshaus, in dem Fists Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was machen der Kingpin wir. Wohl in seinen Schränken versteckt hatte. Wir haben ja auch die ganze Zeit noch die Fertigkeiten am Start, ne? Einmal haben wir hier was freigeschaltet. Erhöht das Timingfenster für perfekte Ausweichmanöver und Netzschusskonter. Ich probiere es mal. Verteidiger ist eigentlich ganz gut. Zack. Und ich glaube, man kann bestimmt sowieso auch die Sachen zurücksetzen. Zack. Perfekter Treffer ist jetzt in der Moves-Liste zu finden. Chillig. So, dann lass uns jetzt mal hopp. Oh, Alter. Oh. Kein Ding. Hui. Alter. Zack. Und. Warte mal, kann ich auch sonst noch irgendwas Cooles in der Luft machen? Backflip. Oh ja. Guck mal, hier. Kann sich teilweise so einfach ein bisschen nach vorne schwingen. Oh, guck mal, Central Park. Das ist auch wieder cool gemacht. Guck mal hier. Du kannst nämlich nur durch die Gegend fliegen. Also der macht jetzt keine unsichtbaren Dinger. Überfall gemeldet.
Vorsicht, Verdächtige sind bewaffnet. Officer, ja. Bitte in den Central Park. Oh, in, warte. Ja, warte, da sind welche. Ich komm. Wer will Stress? Hä? Oh, ihr habt ohne mich angefangen. Zack, Alter. Jetzt gibt's auch die Fresse. Oh Gott, ich hab die ganze Zeit gar nicht mehr. Was muss ich nochmal drücken, um auszuweichen? Aber ihr beklaut hier keine Leute. Nicht in meiner Stadt. Schön ausgewichen. Erstmal schön das Netz in die Fresse. Oh nein! Nein, stopp! Stopp! Nein, meine Batterie ist alle. Oh Mann. Wir sind back online. So. Oh. Zack, easy. Das war das alle? Irgendwie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Das stimmt. Spider-Man. Da, Alter, guck mal, wie sie alle jubeln. Hey, yo, Leute. So geil, stellt euch vor, Spider-Man joggt so an euch vorbei. Tschüss, Leute. Hopp. Zack. Und rein. Whoop. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Okay. Yuri, der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Okay, ich muss die jetzt mega sneaky wegmachen. Zack. Und jetzt? Warte, bis der Gegner unter dich stellt. Oh, ein Lauer Takedown! Lauer Takedown! Was? Junge, Spinne sein ist schon cool. So, ich kann aber nicht im Dunkeln sehen. Ich glaube, wir müssen hier längs. Ich sollte ihn von oben einspinnen. Zack. Ganz leise, Leute. Ganz leise. Jetzt. Zack. Du bist jetzt mal ruhig. Zack. Ah ja, und jetzt können wir ihn wahrscheinlich in der Zeit... Takedown. Zack. So, was machen wir jetzt mit dem anderen? Netzschlag! Also, ich weiß nicht, wer schlechter dran ist. Der eine Typ, der da... Hey, der eine hat schon das? Gut auf die Fresse bekommen. Oh. Weiß nicht. Eine Kamera. Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel, 1 Cent für jedes keine Bewegung und... Mary Jane? Hey, Pete. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werd's dir erklären. Ich fand die Liebesgeschichte immer total sweet. So, 15 Minuten zuvor. Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Und jetzt hey, Craig. Andere. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig, vergiss es. Alles gut. Sie hat nur so getan. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der... Jetzt steuern wir MJ. Okay, ja, ich mach ein paar gute Fotos hier. Zack, Alter, guckt euch das an. Wow. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Ja, ich bin jetzt fertig. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh ja, das ist... Oh ja. Wunderschön. Oh ja, setz dich in Pose. Ganz genau.
Schönes Mr. Bild. Fisk hat einen guten Geschmack. Das stimmt. Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnt, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Wo soll ich mich hinstellen? Ah, hier vorne hin. Okay. Hier? Ja. Okay. Bisschen lächeln. Wo laufen Sie jetzt hin? Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Sehr schön. Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Oh. Verdammt. Jetzt geht's... Warten Sie hier bitte. Jetzt geht's ab. Jetzt wird gleich geschossen. Moment. Ich kenne diese Statue. Ja, geh ich rein. Ich muss ein Foto machen. Ja, ja, mach ein Foto. Ihr dürft eigentlich nicht hier sein. Hallo? Ja, ja. Diesen Greg, oberkörperfreien Super-Samurai. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Ja, ja, ich muss nämlich... Oh, sie tut nur so. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Oha. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Wo ist sie denn? Ach da. Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Das war close. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Oh, oh. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Oha, dreh dich mal genau. So, okay. Jetzt komme ich hier vorbei. Hier, easy. Ich glaube Ihnen nicht. So. Zack. Aha. Schlüpft Paletto hier durch. Und da ist wieder unser oberkörperfreier Samurai. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Hier. Er hält etwas in der Hand. Ah, ja, den Stab. Was hier? Diesen Stab, den muss ich nehmen. Ah, jetzt können wir ihn untersuchen. Vielleicht lässt sich das bewegen. Ja, warte, wir nehmen hier Bizeps. Na, unten. Perfekt. Können wir hier noch irgendwas verändern? Hand hoch. So. Kopf. Muss ich das jetzt so lange verändern? Warte. Lass uns das mal hier angucken. Ah ja, Arm nach oben, die rechte nach oben, er guckt nach links. Okay. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen. Ja, ja, guck mal, die Hand. Die Hand war so offen. Rechte Handfläche weist nach vorn. Nee, schon, muss schon nach oben sein. Kopf in die Richtung. Das war schon... Ja, und die Hand war mehr so geöffnet, oder nicht? In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Ach so, warte mal. Ist das denn jetzt das, was wir brauchen? Ist das die Pose? Die Pose kann man doch gar nicht machen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Warte mal, Mund geschlossen? Hast du auch eine andere Mundpose oder was? Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen. Ah, oha! Arm runter. Kann er doch? Fast. Aber ein Teil fehlt. Ah, ja, warte. Seinen Zauberstab. Komm, das nehmen wir. So geht das nicht. Ja, warum nicht? Ja gut, warte mal. Okay, dann leg das mal wieder zurück. Er braucht jetzt die richtige Pose oder was? Nee, hier können wir nichts mehr dran ändern. Aber wir können auch die anderen... Ich meine, das kann ich ja auch nehmen, aber ich kann immer nur eine Sache nehmen. Nein. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass das falsch ist. Aber er hat auch diesen Magic Stick, oder nicht? Er trägt doch nicht das Ding. Den Lüden. Hätte doch nicht den Lüden. Ja. What? Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Oh, jetzt kommen die Heftigen. Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Yeah. Wow. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin! Ich würde mir vor Schiss in die Hosen machen, wie sie sagt. Mach mich gut. Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah.
Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Ja, ich klatsche weg. So, Batz, Alter, jetzt gibt's wieder schön was auf den Kopf. Oh, da sind aber doch ein paar mehr. Ja, aber ich... Oh. Lautlos. Okay, ich mach lautlos. Alter, okay, Scheiße. Ich hab mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch mal gucken. So, kurz ein bisschen die Wand hoch. Netzschlag, Takedown. Zack. Kriegt auch keiner mit. Perfekt. So, jetzt habe ich aber noch die anderen Dinger. So, kurz hier längs klettern. Dann gehen wir hier hoch. Okay, lauer Takedown. Zack. Uri, jawohl. Batz. Und dann müssen wir nur kurz hier rüberlaufen. Moin, Brudi. Zack. Oh. Nee, das war nicht gut. Scheiße. Nein. Warte. Mach nicht. Das waren alle. Oh. Das war wieder so typisch. Oh. Stopp. Nein. Yeah. Versteck dich! So, endlich wieder offene Konfrontation. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Zack. Wow. Bisschen ausweichen, ein paar Tritte verteilen. Oha. Hugo, was hast du denn da? Eine Sichel. Oha. Jetzt wird's ganz sportlich. Oh, warte. Zack. Oh, Fokusleiste ist voll. Und Rambazamba, Junge. GG. Achso, oh, ich dachte, er wäre jetzt hier irgendwie sowas wie ein freaking Bossgegner. Ja, er ist auf jeden Fall heftiger. Ja, ja, den muss man immer mit so einem Combo-Move fertig machen. Oh, jetzt sind hier aber doch einige. Aua. Der hat... In die Fresse. Ja, warte, ich muss erstmal ihn fertig machen mit der Waffe. Zack. Und jetzt gucken, dass wir die Typen auch platt machen. Ausweichen. Dieses Kampfsystem ist echt cool. Also man kommt auch vor allen Dingen immer wieder schnell rein. Bei mir ist ja zwischen den Aufnahmen von Spider-Man liegt ja meistens dann doch schon immer eine Woche. Zack. Und irgendwie ist es dann schon so, dass man... Aua. So ein bisschen, komm, nochmal finishen, das Kampfsystem wieder so halb vergisst. Nötiges Ausdauertraining absolviert. So, chillig. Hier trägt nur einer Maske. Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Nix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Ja, komm schon, gib dir... Oh, sweet. Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut, die besten in der Stadt. Oh, lecker Pommes. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja.
Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry. Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Ich glaube, das geht doch richtig schief. Wäre es dir wichtiger als dein anderer Job? Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Und warum haben die sich getrennt? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später. Geh schon. Warte, warum haben sie sich in dieser Storyline getrennt? Weiß das jemand? Na, jetzt ist ja auch doch das wieder... Oh nein, warum? Die Batterie ist wieder alle. Das ist ein Zeichen. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut wie immer gerne auf Paluten.shop vorbei, falls ihr einen kleinen süßen Mini-Paluten haben wollt. Vieles mehr. Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.